Nichts für ungut, aber euer Podcast über Spiele, Filme und das alltägliche Leben. Immer live auf Twitch und als Video on Demand auf unserem YouTube-Kanal. So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Nichts für ungut, aber der Podcast mit Tim, Heino, Fabian, Angelo. Heute reden wir über das Thema Pornos. Jeder kennt sie, jeder guckt sie und keiner wird es gewesen sein. Ist ab 18, ne? Hier, ne? Stimmt, ist ab 18. Also alle, die jetzt nicht ab 18 sind, abschalten. Ne? Wie der mal schon Peter Lustig sagte, jetzt hier, ne? Abschalten. Geh Ottmar, ne? Du bist raus. Geh Ottmar, du bist raus. Nein, jetzt wahrscheinlich so wie ich. Ja, Pornos. Ich habe da ein paar Sachen vorbereitet, aber erstmal reden wir ein bisschen über Pornos. Guckt ihr Pornos? Nein. Ja. Als ob du jetzt nein. Hast du wirklich nein gesagt, Heino? Ja. Sag mal dein Handy. Oh, ja, ist kaputt. Da muss ich ja lachen. Ich habe nämlich gestern habe ich wieder gelesen auf web.de die neue Betrugsmasche per E-Mail, dass Leute dich jetzt anschreiben und dich erpressen wollen, dass sie dich ja beim Porno gucken, erwischt haben und das dann irgendwie. Sind die schon alt? Das ja, schon früher, aber ja. Machen es trotzdem. Also, das heißt, sagen, vor ein paar Jahren. Da muss ich jetzt so lachen. Gab es doch die Mail, wo dann gesagt wurde, irgendwie, ja, waren auch auf einer Pornoseite und zahl jetzt 600 Euro. Sonst ja, genau, der genau. Timer so, der Timer so. Dann so zurückläuft, ne? Timer. Ja, wieder musste ich lachen, weil ich mir dachte, Leute, damit könnt ihr mich doch nicht erpressen. Also ich bin der König des Porno-Gucken, ich gucke jeden Tag Pornos. Ich sag nur Tube Geller, also tubegalore.com, da findest du alles. Da gibt's von Kategorie A bis Z, du denkst, das sind Sachen, weil die kenntest du vorher gar nicht. Das glaube ich jetzt von, nicht. Von Fisten bis hin zu Gangbang mit Kleinwüchsigen ist da alles dabei. Das soll echt eine Folge werden? Ja, natürlich. Hallo? Fisten, wir sind doch alle Fisten von Kleinwüchsigen? Nein, von Fisten bis hin zu, ja, das wahrscheinlich auch. Egal. Ging, ne? Ist das legal? Was legal? Ja, die Seite. Ja, genau, ja klar, ist das legal. Ja, wer weiß, wenn es da alles gibt, ist das nicht legal. Nee, nichts mit Kindern. So, nee, nee, nee. Also da dann nicht, nee, nee. Also 18 ja, aber 18 plus und nicht jetzt hier unten. Nee, da soll ich das gucken, wie bei anderen Wix. Aber ich hab noch ein paar witzige Sachen gesehen. Kennt ihr alle deutschen Pornodarsteller Egon Kowalski? Ja. Den kennst du, ehrlich? Natürlich kennt man den. Egon Kowalski, kennst du Egon? Also du kennst ihn vom Sehen auf jeden Fall. Doch, den kennst du auch vom Sehen. Egon Kowalski sieht ungefähr aus, als hätte er Schreck um das Picking Kind gezeugt. So sieht Egon Kowalski aus. Okay. Und auf jeden Fall, wenn er da steht mit seiner fetten Plauze, dann kommt da so ein junges Mädchen und sagt, ah, ich bin jetzt hier so und so. Ja, komm mal her, hier mal die dicke Gurke vom Onkel hier, mal schön hier. Boah, der Typ ist so ekelhaft, ne? Wie der Mann seit Jahrzehnten mittlerweile in der Pornobranche tätig ist, bleibt mir ein Rätsel. Muss man angucken, Dialoge, ich bepisse mich immer, wenn er anfängt zu erzählen. So ein Thema machen wir jetzt so ein Thema machen wir in der Öffentlichkeit. Ja, wir sind doch alle volljährig. Wie ist es gleich voll? Zuhörer. Ist ja doch wieder der Podcast. Egon Kowalski, der hat schon Sachen gemacht, ne? Mit dieser einen, wie hieß die damals? Lou Nesbitt, die mittlerweile auch schon an einer Psyche hat. Der kennt alle. Oh, Entschuldigung. Wir kennen die Geschichte von allen. Mhm. Ja, ich. Was die jetzt machen. Ich? Sternzeichen. Wir kennen die nicht, weil die alle schon 80 sind. Ja. Du mich auch, du Arschloch. Nein, Egon Kowalski musst du mal angucken. Wirklich, weil wenn du den schon siehst mit seiner Schweinsfresse, ne? Da steht da mit seiner fetten Pocke und die Alte ist dort am Rumnudeln und er freut sich, der Onkel. Oh, schön machst du. Oh ja, genau so. Oh, schön. Schreibst du die Dialoge? Nee, die kann ich mir mal merken, weil das einfache Dialoge sind. Wirklich. Ja, deutsche Dialoge sind eh schlimm. Ja. Ich habe ja gesagt, ich hab ein paar Sachen vor, weil ich gucke es gleich mal an, die sind aus der Mitte der 90er. Und da kannst du halt nicht mehr, ne? Dann habe ich gesagt, TubeGallop kann ich jedem nur empfehlen. Da kommst du nämlich dann auf sämtliche andere Seiten, auf X-Hamster und ich ganz andere Scheiße heißt. Schade, dass der Michael hier ist. Der könnte da mitreden. Ja, also, der könnte da mitreden. Der kennt sich ja gut aus. Seine Frau nicht, ja. Der kommt aus Gelsenkirchen-Buhr auch noch. Warte, hör auf! Der Egon? Ja. Nein! Der ist da geboren. Ist das nicht bei dir? Warte mal, ist er wirklich der richtige Egon? Gibt noch einen anderen Egon? Der Kowalski. Ist am 17. Februar 1937 in Gelsenkirchen. Nein, das ist der nicht, Heino, und ich meine 37. Wie alt ist denn der Mann jetzt? Ah, nee, Willi Koslowski. Willi Koslowski und Egon Kowalski. Das passt dasselbe. 1937. Sag mal, Egon Kowalski oder vorne? Dann findest du den. Ich hätte mich jetzt aber auch gewundert. Ja, guck mal, jetzt vom Onkel. Oh, guck mal, ich gucke vom Onkel. Nein, natürlich nicht. Egon. Da habe ich mir noch angeschrieben. Walz. Ja, kennt ihr Bengbass? Ja. Frage, aber okay, natürlich kennt ihr Bengbass. Ich tue halt nur so, ob ihr es nicht kennt. Du kennst wahrscheinlich wieder nicht, ne? Bengbass, was ist das? Nein! Ja, doch, natürlich kennt Bengbass, also genauso dann, wie Fake Taxi. Genau. Wo ich mal, wo dann Leute in so einem Bulli durch die Gegend fahren und dann genudelt werden. Ja. Stell dir vor, du bist der Fahrer, ich würde mich gerne konzentrieren können. Oh ja, oh fuck me. Seitenspiegel, bam! Fährst irgendwo rein. Das ist genauso wie die Kamera, ne? Du hast das so oft schon gesehen. Mhm. Ja, gut, irgendwann du ja. Ab, da denkst ja, du ja, irgendwann sagen, stimmt, stimmt wirklich ab. Du stummst echt ab. Aber würdest du dann in so einem Bulli durch die Gegend fahren und die alte Nudel, während die an so einer Scheibe hängt, schön, ihr bist am Stau auf der Autobahn. Mal so sehen, wahrscheinlich kriegt der so ein bisschen so 3000 oder so pro Fahrt. Ja, stimmt. Garantiert. Ja, mindestens. Ich stelle mir witzig vor, bis dann so da, oh yeah. Und du bist da hinten dran und die Karre wackelt. Die Scheiben sind ja verspiegelt. Nee, eben nicht. Doch. Die sind nicht verspiegelt. Doch. Weil das ist ein ganz verpisst normaler Bulli. Nein, die sind schwarz. Die sind nicht verspiegelt. Nein, ja, nicht die ich mal gesehen habe. Hat der eine Glatze? Ja. Sieht aus wie ein Spiegel und Schrick.
Ja, dann ist der das Egon. Ist der. Dann ist der Egon, hör mal. Egon Kowalski. Ein Stuckelchen, ne? Die würde ich auch nicht rüberlutschen, dass ich eine Frau will. Sag, komm, Egon, bumps mich. Du bist so Sex mit deiner dicken Hängeplauze. Bing, was? Der ist nicht verspiegelt. Doch. Nein, die sitzen in einem pissnormalen Bulli. Ja, aber die haben schwarze Folien. Nein, das ist ja ist der Witz an der Sache. Sitzen da mit in der Ampel und hey, hi. Und Knudel von irgendeinem Typen. Ja, ehrlich. Mein Cousin hat sich mal war mal beim Pornocasting. Nein. In Düsseldorf, bin ich mitgegangen. Seid ihr selber, der alle Autos abfackelt? Bin ich mitgegangen. Nee, das war sein Bruder. Und wie? Den haben sie aber nicht genommen. Warum? Und dann stand ich da und dachte, was ist denn mit dir? Ich sag, nee, danke. Was ist denn mit dir? Da war ich 18 oder so. Ja, du hättest Karriere machen können. Nein. Du wärst der Pornoleiter irgendwo. Das war cool. Wie der Egon. Hast du Bock drauf gehabt? Ich? Nee, ich hab keinen Bock, dass er mir ganz in der Kamera am Arsch hält. Nee. Ich hätte auch keinen Bock. Nee. Ich denk mir auch so bis 30 oder so, ja, schön und gut. Nee, auch dann nicht. Du bist dann am Jodeln, hast immer einen, der da um mich rum mit der Kamera zwischen den Klöten oder oben. So ein Lichttyp, der Licht macht. Man merkt das gar nicht mehr. Ist ja wie jetzt hier. Kamera siehst du doch auch irgendwann nicht mehr. Ja. Nee, die Kamera, aber der Typ, der dahinter sitzt. Du bist als Typ eigentlich auch immer nur der Nebendarsteller. Naja, es gibt wirklich immer Frauenpornos. Ja. Es gibt ja berühmte Pornodarsteller, wie zum Beispiel Egon Kowalski, ein sehr berühmter Mensch. Ja, in Deutschland. Oder ein Italiener, Rocco Siffredi, der hat so ein Gehänge wie ein Pony, ehrlich. Wenn der ist auch schon seit den 90er dabei. Wenn der loslegt, dann bleibt kein Arschloch trocken. Ja, weil der macht nur so Arschfick-Videos, großteils. Und der war mal ganz stolz, hat er eine genudelt, hat er, oh, what's this? Die Kamera, your ass is broken. Hat er so einen Riss im Arsch auf einmal drin. Ich denke, Junge, was ist das denn? Hol einen Arzt. Lexikon. Was Entschuldigung. Na, Mann. Ich kannte mal jemanden, der hatte sehr viele Pornofilme auf Festplatte. Der hieß mal uns Pornoklaus. Der hatte alles. Der hatte ganze Regale vorher gehabt. Oder hier ein berühmter Deutscher ist Conny Dax. Kennt ihr Conny Dax? Ich habe aber auch so zwei Kollegen, die haben auch ihr ganze Bettkasten voll. Pornoklaus damals. Der eine steht auf haarige Weiber. Oh. Das ist ja diese Covers da alle. Oh Gott. Solchen Büschen und so. Ja, auf jeden Fall ist Conny Dax ein sehr berühmter deutscher Schauspieler, also Pornodarsteller. Wirklich, in den frühen 90ern und in den Anfang 2000 hat er alles dick gerammelt, was die Nied- und Nagelfest war. Sämtliche von Gina Wild bis ich, wie die alle hießen. Der hat sie alle gesehen und gehabt. Mein Held, mein persönlicher. Und netter Mensch, netter Mensch übrigens. Das habe ich mal in Interviews von gesehen. Sehr netter Mensch. Conny Dax. Gibt es eigentlich nur Männer? Nee, ich kenne auch Gina Wild. Und wie ist die andere? Ja. Michaela Schaffert. Schaffrat. Nee, ja? Müller. Hieß die Melanie Müller. Die mittlerweile aussieht, als wäre sie vom Zug überfahren worden. Ach, die. Die war auch beim Bachelor. Ja, die war auch im Dschungelcamp. Ja. Jetzt sogar gewonnen, glaube ich. Aber erst war sie beim Bachelor. Aber ich meine, wer so viel Schwänzemund hatte, der hat auch kein Problem mit Eier zu fressen. Also hier so Hoden. Ja, hat sie auch gesagt, glaube ich, als sie gegessen hat dabei. Hat sie gesagt, ey? Irgendwie so hat sie auch gesagt, ja. Oh, schmeckt irgendwie vom Egon. Oh, Mann, Mann. Vom Egon. Ja, wieder Bengbass, witzige Sache, da denkst du. Witzige Sache. Ich finde es immer witzig. Aber noch witziger ist diese Stepmom-Scheiße oder Stepbrother. Weißt du, wo die Mutter da, also die Stiefmutter, halbnackt in der Waschmaschine hängt, oh, help me, Stepson, I'm stuck. Und er kommt vorbei. Oh, geil. Klar, passiert mir ständig. Wie auf Geschichten aus dem Leben. Geschichten aus dem Leben, genau. Aber ich muss mal so lachen, weil. Vor allem, wer braucht im Pornos Dialoge, jetzt mal ehrlich? Früher gab es da ganze Geschichten dahinter, wo wirklich ganze Filme gedreht. Story muss sein. Ja, genau, Story muss sein, aber das ficken wir nur nebensächlich bei so einem Porno. Genau. Story ist wichtig. Story, ja. Help me, Stepson, I'm stuck. Ja, hast du bei Star Wars auch gesehen und die Story ist der Film langweilig. Ja, okay. Genau. Da wurde auch nicht gepumpt. Gibt übrigens auch ein Star Wars Porno und auch ein Avatar Porno. Da haben sie die Typen auch angemalt. Guck mal, Fortnite Pornos. Gibt sie? Im Wald mit meinem Kollegen. Jetzt habe ich dir geschickt. Hast du mir geschickt? Das war eine gute Frage, da wo der eine, die das geschrieben hat. Das Normale ist, was man. Fortnite-Pornos im Wald guckt mit seinen Freunden. Ach so! Klar, warum? Bitte, was? Ja, hab ich dir doch geschickt? Ja. Warte. Hast du mir das auch geschickt? Ich hab dir das gezeigt. Auf Arbeit, du hast mir gezeigt, genau. Was hat denn? Das war gut, ne? Kann man das hier einblenden eigentlich? Wie recht relevant? Ah, hier, auf Fortnite-Skins masturbieren, Fragezeichen. Ach, das? Hallo, ich und meine Klasse treffen uns immer am Wochenende im Wald, in Klammern Jungs und Mädchen, und dann masturbieren wir miteinander. Als Porno schauen wir Fortnite-Videos, USK 18. Macht ihr auch sowas oder gehört das zu Pubertät? Aber die masturbieren im Wald auf Porno, Fortnite-Skins. Fortnite-Skins, ja. Ich habe mittlerweile 42, können gerne vorbeikommen. Ist das normal, oder? Ja, klar, ist genauso normal, wie seine Stiefmutter in der Waschmaschine zu bumsen. Ja, das macht doch jeder. Oder wenn dann die Stiefschwester kommt, hat letztes Mal wieder einen gesehen. Ah, war so geil. Ja, der Typ.
Dann rennt seine Stiefschwester an den Kühlschrank, mit natürlich auch Pens an, was sonst, nichts runter. Holt er was raus, er steht dann so da, oh, oh, kriegt so ein Rohr in der Buchse. Sie guckt ganz verlegen, oh mein Gott. Dann liegt er natürlich dann bei sich im Bett und pennt. Sie kommt rein, legt sich dazu und dann er, was tun wir denn jetzt? Ja, dann bumst mich doch einfach. Was? Ja, dafür sind doch die Schwestern da. Ja, dann lohnen die. Ja. Total Hanebüchen. Das ist der Dialog, ist eine warum Geschichte. Liegt der Stroh, ne? Ja, das Problem ist, bis von da bis da dauert 10 Minuten. Die zeigen an, wie die Beine noch am Spülen sind, am Abwischen und so eine Rotze. Das ist so eine schöne Geschichte. Ja, du hast auch eine schöne Geschichte. Die Schöne und das Biest war eine schöne Geschichte, das ist scheiße. Oder noch geiler ist Bukake-Partys. Muss ich Frauen anbieten? Du hast dir das alles aufgeschrieben. Ja, natürlich. Ja, ich kann behalten. Bist du da einmal durch die Pornoseite? Ich habe die letzten drei Tage ungelogen so viel Scheiße gesehen, um mir das hier aufzuschreiben. Und ich habe Sachen rausgesucht, glaubst du gar nicht. Ich bin jetzt traumatisiert dadurch. Vor allem die Dinge aus den 80ern waren einfach nur widerlich. Der Bukake-Party, jetzt ist so eine Alte in der Mitte. Ich weiß, was das ist. Und warum? Eine Horde Männer, die sich einen um abschrubbeln und die dann vollkleistern von oben bis unten. Das ist so ekelhaft. Ja, unter in Lörres haben sie so eine Spritze. Ja, das ist so ekelhaft. Das ist einfach so widerlich. Wie heißt das? Oder spritzen sich voll was rein. Bukake-Party. Das ist einfach nur widerlich. Dann habe ich noch aufgeschrieben. Ja gut, College-Fuckfest kennt auch jeder. Gab schon Anfang der 2000er. Man meint, warum sie alle hier sind. Die gucken die ganzen College-Filme aus Amerika und denken sich, boah, du bist hier nur am Bumsen an der Uni. Und was ist? Da liegen sie auf der Wiese, machen nichts. Da machen sie auch nichts. Feiern nur Party. Wenn du fragst, kannst du bestimmt nudeln. Ja, die Kamera war schon hier. Entschuldigung, wir machen immer so einen Podcast, der semi-erfolgreich ist, aber wir müssen in der Pornobranche einsteigen. Hättest du Bock? Meinst du, die sagt ja? Bukaku? Bukake. Wenn die Kohle gibt, was ist denn Bukake? Lass dich überraschen. Setz dich einfach mal da vorne hin. Wenn du der Kohle gibst, macht die alles. Quatsch, oder? Ja. Weiß ich nicht. Wenn du Tausender gibst, macht die alles. Kennt ihr eigentlich den Begriff Fixsahne? Ja. Gib mir deine Fixsahne. Das wird schon mal zu einer gesagt. Wollt ihr zu dir? Oh, Fabian, komm, jetzt gib mir deine Fixsahne. Ich hab zu keinem gesagt. Oh, ich muss ja so lachen, wenn du dir das mal anguckst und dann hörst du diese Dialoge. Ich sag oder ja, deutsche Dialoge sind scheiße. Da sagt die eine, los, jetzt fick mein Porschi. Und er, was? Ja, mein Porschi, was ist das denn? Ja, mein Arschloch. Er sagt doch gleich, zack, drin ist er. Er so, Hanebüchen, eine Scheiße. Fick doch mein Porschi und gib mir deine Fixsahne. Gib mir deine Fixsahne. Oh Gott, ich krieg Bauchschmerzen. Gib mir deine Fixsahne. Wie kommt man auf solche Wörter? Ich meine, Ego gewaltig, der wird sagen, oh, komm her, komm zum Onkel, oh, ich will die Fixsahne vom Onkel abmelden. Oh. Aber ich habe mal was vorbereitet. Das muss ich übrigens dann für YouTube zuschneiden. Ich habe mir die Mühe gemacht, mir die letzten Tage ein paar Scheiße angeguckt. Hab mir so ein paar Sachen runter. Kennt ihr die Familie immer scharf? Nee, wir müssen noch fahren. Ich kenne Schwänze und Gretel. Familie immer scharf war so eine Pornoreihe, ich glaube 8 Uhr, 9 Filme gibt es davon. Aus der 90er, weiß ich, ob Anfang 90er oder Mitte 90er war. Auf jeden Fall wurde da auch alles bedient. Also von Inzest bis hin zu Orgien ist alles dabei. Und da habe ich mir so ein paar witzige Sachen mal, also nur die Dialoge, habe ich mir die Mühe gemacht, die mal runterzuladen. Wo hat sich gedreht? Wer hat sich gedreht? Kamera? Achso. Fabian, wer ist denn dein Lieblingsporno oder deine Lieblingsporno-Darstellerin? Wir müssen eine Zeit überbrücken, wie ich hier Zeug aussuche. Wie falsches Passwort. Bin da nicht so drin. Ja, genau, du holst dir nie einen runter zu Hause, ne? Irgendwann später. So, gucken, was wir alle sehen. Könnt ihr alle gucken? Ja, bin ich. Hauptsache den Ton. Okay, wir fangen jetzt mal an mit. Ja, das ist der Türkenfilm, gleich, über den wir die Reaction machen. Wo ist denn hier Familie immer scharf 1? So. Also, jetzt kommt Familie immer scharf 1 und zwar. Moment. Jetzt. Stop. Komme nur nach Hause, um meine Sachen zu holen. Stop. Finanzielle Versorgung. Moment. Der wird ja jetzt. Was ist das? Zurück. Ist das ein Porno? Ja, jetzt. Also? Hier, Mann. Jetzt. Ein Telegramm für dich. Mhm. Zumindest die Gräfin. Familie immer scharf. Tochter und Sohn. Und wann ist das? Anfang 90er, glaube ich. Vom verschollenen Familienoberhaupt. Einmaliges heißes Loch kennengelernt. Stop. Komme nur nach Hause, um meine Sachen zu holen. Stop. Finanzielle Versorgung gesichert. Gruß, Wolfgang. Mahlzeit. Den Alten sind wir los. Für Dialoge auch. Finanzielle Versorgung gesichert. Und wie stellt er sich meine sexuelle Versorgung vor? Tja, Kinder, das ist ein Problem. Wer fickt mich in Zukunft? Bruderherz, ich denke,
Ein braver Sohn kümmert sich um die mütterliche Fotze. Besonders, wenn er ab heute der einzig greifbare Schwanz im Haus ist. So, darf man sich diese hungrige Pflaume denn vorher mal betrachten? Das ist ein gutes Recht. Und danach wird dir klar sein, dieses Prachtstück darf man nie und nimmer vertrocknen lassen. Familie immer schafft. Oh. Ich habe mir die ganzen Filme angeguckt, ohne Scheiß, du bist bekloppt, weil. So, jetzt kommt Familie immer schafft 2. Moment, 2 da. Warte. Moment, mal zurück. Und zwar jetzt. Heute Abend steigt nämlich eine große Hochzeitsparty. Die wird unseren Mösen sicherlich das Letzte abverlangen. Ich möchte mich herzlich bedanken. Man achte auf die schauspielerische Leistung. Dass sie uns den Abschluss der Hochzeitsparty hier feiern lässt. Wie ich nämlich hörte, solle bei Familie immer scharf im Hause immer scharf immer recht scharf zugehen. Sollten sich heute noch irgendwelche Entgleisungen ereignen, dann könnte man diese Party als Hochzeitnacht nach 8 des Hauses bezeichnen. Mit der ersten Entgleisung können Sie gleich anfangen, mein Lieber. Was meinen Sie damit? Dem verehrten Assistenzarzt ist wohl das Versprechen entfallen, das er uns gestern Abend beim Junggesellen Abschied gegeben hat. Lorenz, was hast du ihm versprochen? Ich hoffe, nichts Uneinständiges. Lorenz. Und wenn? Das war nur auf deine Sektplane raus. Von wegen, liebe Nichte. Wir haben nur gepuppert. Dein Treuer hat verloren. Und da er schon pleite war, sagt er, wir dürfen uns etwas wünschen. Und so wünschten wir uns, dass er den ersten Stoß als Ehemann. Willst du mich etwa ficken? Hier vor der ganzen Blase? Lachen, ey. Seit wann redest du so ordinär? Seit ich ahne, dass du mir öffentlich einen verpassen willst. Das ist schon ein starkes Stück. Tja, das wird sich erst rausstellen, so wenn ich es ausgepackt hat. Zu Hause, ne? Herr Bondi, Sie sind mir als Chef bekannt. Wieso entpuppen Sie sich plötzlich als Wildsau? Weil ich das auch bin. Hätte ich mich sonst, wenn ich Sie am Schreibtisch sitzen soll, immer wieder gefragt, ob Sie Haare am Arschloch haben? Darauf stehe ich nämlich. Und ich bin dein Onkel, ein naher Verwandter. Trotzdem hast du mir noch nie deine Fotze gezeigt. Ich kann so eine Scheiße kriegen. Ich bin von lauter Wippenstrahlchen umgeben. Oh, ich kann nicht mehr. Nein, ich habe keine Haare am Arschloch. Und du, Onkel, wirst meine Fotze gleich zu sehen kriegen. Das ist mir dann halt angeguckt. Was machst du? Fang dich an mit deiner Hochzeits-Fickshow. Schatz, Spielschulden sind nun mal Ehrenschulden. Würdest du dich bitte hinlegen? Würdest du dich bitte hinlegen? So ein Scheiß. Vor allem die Frage, haben Sie eine Haare am Arschloch? Denn darauf stehe ich. Das frage ich ständig Frauen. Entschuldigung, hast du Haare am Arschloch? Warum? Denn darauf stehe ich. Benutze mal Alpecin, wenn du keiner hast. Krass, ey. Ja, geiler Scheiß, ne? Bei mir immer scharf. Ich sag, da gibt es nur einen Teil oder 8 Teile. Das war das zweite, ne? Ja, machen wir ja, den dritten. Erfolgreich gewesen. Oh ja. So, komm, der dritte. Also, was schauen wir an mit dem angebrochenen Arm? Eine nette Quizshow. Fernsehen. Fernsehquiz? Sag mal, man sollte nicht meinen, dass du ein immer scharf bist. Naja, auch ein immer scharf ist nicht immer scharf. Das sollten die Damen schon wieder ans Vögeln denken? Also ich fühle mich bereits ganz schön leer gemolken. Na großartig. Am besten wir machen uns auf eine lange Nacht der schlappen Schwänze gefasst. Weiß niemand ein geiles Spiel, das müde Männer munter macht? Genau, wir brauchen kein Fernsehquiz. Wir machen unser eigenes. Es nennt sich Wer reitet auf meinen Schwanzquiz? Scheiße, ne? Die Männer kriegen die Augen verbunden und müssen raten, welche Pflaume ihren Schwanz beackert. Doch, das kann eine heiße Sache werden. Aber dazu brauchen wir einen Schwanz, der. Also, einen Steifen kriege ich schon noch zustande. Die schauspielerische Leistung ist top, wirklich Oscar-verdächtig. Krass. Ey. Oh. So, das war ja sehr amüsant. Ich finde das super. Immer. Hast du noch andere Themen? Nein, da gucken wir jetzt durch. Ich muss gleich los. Du bist ab hier. Mal verabredet. Haben wir noch Kasimir? Parkschein ist abgelaufen. Ja, jetzt kommt der Kasimir. Du hast eben keine Ahnung von den Strapazen meines Berufs.
Merkst du denn nicht, wie abgekämpft ich jedes Mal bin, wenn ich heimkomme? Wie schwer sitzt. Magst du nicht wenigstens ein bisschen bei mir rumspielen? Ich bin doch kein Linkshänder. Ich kann mich auf die andere Seite setzen. Rechts muss ich den Löffel haben. Oh, so ein Stoffel. Ich werde noch ersticken im eigenen Saft. Ja, Kruzi, Türken hat man denn hier nie sein. Was ist mit dir? Ich bin gut. Da, mach den Loch auseinander. Ich bin doch kein Linkshänder. Aha. Was ist mit euch? Warum lacht ihr nicht? Das finde ich total witzig. Ja, ihr verknüpfte Typen, ey. Aber wir gucken es weiter. Drei Leute finden es nicht witzig. Ich finde es witzig. Ich mach's witzig weiter. Ich hab mir so viel Mühe gemacht. Was ist denn hier mit? Hallo, Oskar. Findet man so einen Scheiß? Ja, das ist auch nicht. Internet. Mit dem angebrochenen Nachmittag. Warum hat man so viel Zeit, sich das anzugucken? Regen und Arbeit. Mit wegfahren ist wohl nichts. Das Cycle-Spiel. Aber mir kommt eine Idee. Ja, da bin ich gespannt, was du für eine Idee hast. Keine Schauspielerin. Als du mich das letzte Mal vom Tanz... Das modern ist, war mit geilen Titten oder so? Nein, da waren doch an der Bar... Da nur und der lustige Jordan. Porno, die war, da kommen wir ja nicht hier mit uns an. Die waren von mir begeistert. Ja, und weiter? Ja, ich kann ja die zwei Jungs anrufen, sie einladen, dass sie herkommen. Was sollen denn die beiden hier? Ja, was schon? Ficken! Wie bitte? Ich soll mit den beiden ficken? Ja, hör mal, das ist ja wohl das Tollste, was es gibt, mit drei Männern zu ficken. Du, ich weiß nicht, Schatz, ob ich das kann. Komm, Rebecca, sei doch nicht so. Das wäre für mich das Größte, wenn du von drei Männern gefickt wirst. Yes. Na gut, Schatz. Du weißt ja, ich tue alles für dich. Mensch, Rebecca, da machst du mir eine wahnsinnige Freude. Da rufe ich doch direkt die Jungs an. Na gut. Wie hier sitzt und grinst, ey. Total dämlich. Wie ruft er jetzt die ganze Zeit an? Ja, hallo. Spreche mit Richard. Hier ist James. Du, Richard, stell dir vor. Ich habe eben mit Rebecca gesprochen und die ist bereit, mit uns drei zu ficken. Setzt euch so schnell wie möglich ins Auto und fahrt hierher. Ja? Bis gleich. Okay. Und tschüss. Und das hat alles aus Bayern. Ist hallo, ich bin der John. Angenehm, Rebecca. Ich bin der Richard. Hallo, Richard. Das ist so geil, ey. Ich bin der Richard. Jungs, auf was wartet ihr? Holt eure Schwänze raus und sie kann uns allen mal schon einblasen. Oh, fässige Typen, ne? Um Gottes Willen, ey. Bah. Ja, ist gut jetzt, ne? Ich hab mir nicht umsonst gemacht, hör mal. Ach, hier ist auch noch immer scharf 4, haben die schon gehabt? Ach nee, leider nicht. Ja, leider. Leider nicht. Wir gucken uns das alles an. Tante Friederike. Tante Friederike übrigens. Jetzt kommst du gerade, wo wir in die Schule müssen. Mama hat am Telefon gesagt, dass du schon gestern Abend kämpfst. Meine gute Schwester konnte ja nicht wissen, dass die Maschine wegen totalem Nebel erst heute früh starten konnte. Aber lasst euch erstmal umarmen. Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Also mindestens 5 Jahre. Es kommt davon, wenn man sich nach Schweden verheiratet. So, du willst also netterweise unseren Haushalt führen, solange Mama in Amerika ist? Ich hoffe, ich kann eure Mutter würdig vertreten. In allem? Rolf guckt schon ganz gierig. Dein Schwanz soll sich ja toll entwickelt haben, mit eurer Mutter erzählt. Lass doch mal sehen. Ein Familienbesuch. Oh, Tante Friederike, wie geht's dir? Ah, oh, macht der Pimmel eigentlich? Oh, sehr gut. Er hat sich super entwickelt. So, immer scharf 5. Ah, oh, geil. Das passiert, kann ein bisschen länger gehen. Also, einfach scheiße. Vergiss mal, brauchen wir nicht gucken. Och, man hätte ihn gern gesehen. Aber ich fix den Wurzel, kein Problem. Ist ja, nicht groß. Fick mal. Natürlich der Klassiker. Fick mal. Der Klassiker von allen. Ja, das ist der Stromkasten, mit dem wir immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten. Ja, gern, aber warum legt ihr überhaupt Strom? Mhm. Und warum hast du eine Maske auf? Hm. Dann blasen wir nur einen. Wer kennt ihn nicht? Ein Klassiker unter den Porno-Dialogen. Dann habe ich hier noch, glaube ich, Audio. Ruf alle zusammen. In einer halben Stunde will ich sämtliche Fotzen gewaschen vorfinden. Ist das klar? Jawohl. Also, auf zum Fick. Jawohl. Ohne mich zu fragen, steckte mir der Fremde seinen Schwanz in meinen After. Oh.
Gott. Ich hab gerade Erinnerung. Kannst du es vielleicht ein bisschen leiser machen? Nein. Evers, was tust du denn da? Du kannst sie doch nicht hier einen runterholen. Ich drücke meine Bewunderung für deine Schönheit aus. Oh, ich liebe deinen Urin auf meiner Haut. Los, piss mir jetzt ins Moor. Ich will deine Schönheit auch schon. Oh, los. Vielleicht kommt hier Politik wegen öffentlicher Ruhestellung. Ja. Ui! Die Vorhaut flattert. Und hinterher schiff mich an. Ich kann jetzt nicht schiffen, du blöde Vorhaut. Na, stoß rein. Ich muss mal scheißen. Dann scheiß mir doch auf den Pinsel. Weißt du, wenn der Affe so hat, dann wie der primitive Erb. Halt mal die Fresse einfach jetzt, ey. Ist doch so. Schneck ihn mir ab. Schneck den Käse von der Stulle. Ich würde ja gern mal in deinem Ich hab ihr mal meine aufgestaute Lade in einen Monat reingespritzt. Und danach hatte sie 3 Tage lang Dünnschiss. Ich sag ihnen, das hat vielleicht gestunken in meiner Bude. Voll Deibe. Hör auf, Pierre, sonst wird mir übel. Wollt ihr noch irgendwas? Kennt ihr, ihr kennt doch alle Domian, ne? Ich habe hier ein Audio von Domian mit Oma Lydia. Hier ist Lydia. Lydia ist 73. Ach. Hallo Lydia. Hallo. Hallo Lydia. Hallo Domian. Ich freue mich, dass du da bist zu unserem Thema. Es geschah im Wald. Ja, es geschah im Wald. Ich war, das ist schon ein paar Jahre her, ja, auf dem Friedhof in Dünnwald. Ja, Dünnwald. Und da habe ich einen älteren Herrn kennengelernt, der auch Witwer war. Mhm. Und der frug mich, ob ich noch Zeit hätte, mit ihm ein bisschen da anschließend im Wald zu spazieren gehen. Oh. Und da habe ich gedacht, na ja, der ältere Mann, der kann da nichts tun und so, ne? Tun ja. Der Gefallen, die freuen sich, wenn sie sich mit jemandem mal unterhalten und so, ne? Ja. Ja, da sind wir ein Stück da durch den Wald gegangen, hatte meine Hand gehalten. Auf einmal sagte er zu mir, er riecht gerne Fläumchen, Buschis. Oh, da, ja. ging aber zur Sache. Ja, und da habe ich gesagt, wie Muschis, wie meinen Sie das denn? Ja, unten würde er gern französische Frauen beglücken. Da bist du doch aus allen Wolken gefallen, oder? Da bin ich aus allen Wolken gefallen. Also ich war 25 Jahre verheiratet und mein Mann hat sowas nie gemacht, nie. Ja, und auch nie gesagt? Nein, der stand nur immer auf Bumsen. Was? Ich stand immer auf Bumsen. So, und ja, jetzt gehst du mit einem wildfremden Mann in den Wald und der sagt sofort sowas ja, Schweinisches. War ja am Tag, war ja nicht in der Nacht, ja. Nachmittags gewesen. Klar. Wie ging es dann ja, weiter? Und auf einmal, naja, habe ich gedacht, habe ich meine Hose ausgezogen und habe mir die unter der Arme geklemmt. Da sind wir so einen schmalen Pfad gegangen. Ja. Und da habe ich mich an einen Baum gestellt. Und er hat sich vor mir gekniet. Sag bloß. Sag bloß. Geht zur Sache. Nein. Mann. Das war ein Gefühl, Domian. Ich kann dir sagen, ich habe gedacht, ich kriege Gehirnstaufe. So was Schönes habe ich noch nie erlebt. Das ich hatte einen Orgasmus, der hätte länger anhalten müssen. Wie ging es dann weiter? Ja, dann haben wir uns nochmal getroffen. Um Friedhof. Und immer warum Friedhof? Immer auf dem Friedhof? Wir hätten ja gleich in den Wald gehen können. Ja, wir mussten ja unsere Gräber pflegen. Achso, verstehe. Er, meine Frau, ich, meine Mann. Natürlich. Und der sagte noch zum Schluss, sagt er, wenn es kommt, dann sagst du Bescheid. Ich habe nur die Augen zugemacht und genossen. Ich denke, was will der jetzt? Da habe ich gedacht, der beißt mir mein Kitzler. So geil war der gewesen. Der war so geil da drauf gewesen. Und er sagte zu mir, er ist glücklich, wenn er Frauen auf diese Art ja. und Weise beglückt. Also der wollte dann gar nicht mit dir schlafen danach? Nein. Das war immer mit dem der Mund? Der war auch vollkommen angezogen. Der hat einen Anzug an. Wie lange hielt denn dieser Kontakt dann an? Ja, das war ungefähr 2-3 Monate, dann ist der gestorben. Oh. Ich habe ja das Grab von seiner Frau gesehen. Ja. Wir sind ja dann über dem Friedhof immer spazieren gegangen, haben uns unterhalten. Hör mal, das ist aber ein Unglück, dass der dann nun gerade auch dann auch gestorben ist. Ja, der war viel, viel älter wie ich gewesen.
Bist du denn dann an sein Grab aber auch ab und zu gegangen? Ja, bin ich auch gegangen. Aber ich habe immer gedacht, vielleicht guckt die Zunge noch darauf. Aber das war nicht der Fall gewesen. Die geile Oma Lydia. Ah, komm, den Rest schenke ich euch. Ihr seid nicht die Passenden dafür. Ehrlich. So, wollen wir euch Pornotitel vorlesen? Nee, oder ist es auch zu peinlich? Musik ist peinlich. Gut, fangen wir an. 2001, Orgien im Weltraum. Akte Wix. Elka Porno. Alarm im Darm. Liste im Ständerland. Jetzt vs. Penetrator. American History X. American Fickboxer. Analdin und die Wunderschlampe, Analgeddon, Anal Total, Analstufe Rot, Anal Ritter 2, heute wird eingedost. Andere Länder, andere Titten. Animal Farm, jetzt ficken bitte. Animal Farm, jetzt ficken wir Tiere. Ariel, die nicht mehr Jungfrau. Auf dem Highway sind die Schlampen los. Entschuldigung. Wir machen das. Auf der Liege der außergewöhnlichen Gentleman. Aufstand in der Lederhose. Axel Fick und Obelwix. Bambi im Land der geilen Böcke. Bananenfick im Mosambik. Belfield S. Bei Schlaf ist Bruder. Beverly Hills Cock. Big Mama Speckfallen in Wallung. Bitch der Fickdoktor. Black Cock Down. Blair Bitch Project. Blowing for Columbine. Bonnie in Kleid. Bo Schwanzer, Buffy die Dildo-Jägerin, Deutschland sucht den Pornostar, Bienenstich im Lesbennest, Cockduell, Collateral Damage, Coxilla, ein Riesenschwanz in New York, Shiny Stick Story 1 bis 3, das Besteigen der Lämmer, das Ficken der Klassenzimmer, das Experiment, das Todessperma des Dr. Mabuse. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Das Wunder im Bernd. Ich muss kurz die Nase putzen. Was tue dir Ruhe an. Okay, weiter. Der Club der roten Fister. Der Herr der Kockringe. Der große Fiktator. Der Name der Hose. Der Mönch mit der Peitsche. Der Pimmel über Berlin. Der Sexorzist. In Deutschland sucht den Superficker. Die Fickinger, die Prinzessin auf der Eichel, die Straßburg, die Unbesteigbaren von hinten geknallt, die Vögel, drei Schwängel für Charlie, Dr. Jekyll und Mrs. Hyde, Dornmöschen, wie lange geht der Scheiß denn noch? Dune, der Brusteplanet, Dickman Begins, Dickman und Robin, Domina Day, etwa mit dem Penis senden, ein Fuck kommt selten alleine. Der Wicke schluckt, was in den Mund kommt. Eine für alle, alle in einer, okay. Fäkalschlacht am Analschacht. Feucht und feuchter zwei, jetzt wird spritzig. Feuchte Schenkel im Cockpit. Fickbonbons, jetzt wird feucht im Mund. Fickendes Inferno. Ficket Nemo. Ficky und die starken Männer. Oh Gott, ich wird immer länger. Fickhof der Muschitiere. Fistclub. Flash Gordon. Flucht von Analtras. Fuck Bill. Fuck me if you can. Fuck off im Körper des Feindes. Fummel im Sturm 1 bis 6. Ficky Maus. Gay Crazy. Was? Gaylin Directors Cut? Gay nicht. Gay Watch die Riesenschwänze von Malibu. Porno bläst zum Zapfenstreich. Gay's Anatomy. Harte Spiele. Harry Popper und der Gefangene von Aschbakan. Was, Harry Popper und der Stab, die Steifen. Wie viele noch? Harry Popper und die Kammer des Schleckens. Bis bei H, bis Z geht. Oh Gott. Harry Popper und der Feuerfick. Harry Popper und der Orgasmus des Phönix. Scheint 2007 in Klammern. Harry Popper und der Vollblutfick. Heiße Länder, Dauerständer. Helikopterman 2, die Rückkehr des Kreiselfickers. Hellrasiert. Hellrasiert. Ja, der Penislinge, Highway to Möpse, Hotel Sodom, Analstufe Rot, House of Wix, hör mal, wer da nagelt, iFickBot, ich war jung und brauchte das Geld. Ich weiß, wer ich letztens nochmal gequickt hat. In 80 Tagen und das durch ganz Hinterfeld, in einem Loch vor unserer Zeit, im Land der Raketensperma.
Im Wald wird hart geknallt, im Kloster der tausend Sünden. Ah, da habe ich heute gestern aber geil gesehen. Ach, Independence Game. Gestern noch was in, Geiles in, gesehen. In Indiana Jones. Inzestbauern vom Rammelhof. Jack the Rapper. Boah, ist das widerlich. Jane Blond, Casino Royale. Jane Blond, der Arsch ist nicht genug. Jane Blond, der Mann mit dem goldenen Schwanz. Jane Blond, der Spion, der mich Liebe macht. Was ist das für ein Text? Jarhead, willkommen im Bett. John Darsch. Jetzt bin ich alt und brauche immer noch. Jetzt bin ich alt und brauche immer noch Geld. Jurassic World. Kack up Baby 2. Kapitän Arsch und seine geilen Piraten. Willst du bis Z machen? Ja. Gavi hat zum Frühstück. Kevin allein im Puff. Das nächste Mal. König der Möse. Ich fusch mal vor. Kung Fu Fisting. Lass die Enkel zwischen die Schenkel. Lawrence von Analien. Liebling, ich habe die Kinder. Oh Gott, das ist ekelhaft. Last Penis Standing. MacGyver. Mann fickt Hund. Maria Magdalena. Ah. Mary Poppins. Mighty Fox. Weiß mal, du meinst. Ah, ja, weiß, was ich meine. Mhm. Monster of Cock, das Schwanzfestival. Nackt, zack, angekackt. Oh Gott, ist das widerlich, ey. Never fuck alone. Oma fick ins Koma. Oma fick ins Koma. Oma Rosi 98 fick, also nicht tot zu kriegen. One Night in Rüsseldorf. Penispirama schon. Veranhalter durch die Analfick. Was, durch die Analfick? Ja, ich war an mir schon. Popeye, der Puffbesitzer. Quasimodo und seine sieben Glocken. Robin Cock, König der Stecher. Schneeflittchen im Land und die sieben Geilen. Schwanz der Vampire, Schwänzel und Gretel. Schwänze und Partner. Schweinchen Fick. Da findest du lustig, Schwänze und Gretel. Das witzig, alle anderen nicht. Nee, hast du Schwanz der Vampire. Sexcalibur. Shaving Private Ryan. Sieben Tage, sieben Möpse. Was? Sklave Pupsmuckel und der geile Meister Leder. Schwanz der Vampire. SpongeBob Arschkopf. Starfick Episode 1. Das Impedium fickt zurück. Der Masturbator. The Truman Po. V für Vagina. Wichsblumenstrauß. Wunderbare Welt des Schwelsafts. Wunderbar. Vicky und die starken Schwengel. Yellow Sex Machine. Die letzten beiden. Zucht der Karibik, Harry Man's Chest und zum Löten freigegeben. Ah, oh, ich fand die witzig. Na, ich sehe schon, ihr seid die falschen Leute für so einen Podcast. Wir finden das auch. Ja, ich sehe das schon. Der ist egal. Roundhouse-Fick. Roundhouse-Fick, ja. Und statt der Engen. So, das war jetzt hier der Porno-Podcast. Ich habe Bauchschmerzen. Der Beste von allen. Beste von allen. Ja, beachtet die drei überhaupt nicht, aber das ist einfach witzig. Ja, danke fürs Einschalten. Die bis zum nächsten Mal. Schreibt mache ich auch nächstes Mal. Schreibt uns einfach mal eure Lieblingspornos in die Kommentare. Zu Hause. Schreibt mir mal eure Lieblingspornos in die Kommentare. Würde mich interessieren. So, mach du bis zum nächsten Mal. Tschüss.